Wir sind live in der ersten Runde auf der ersten Map. Bin ein bisschen Utility auf T-Side, finde ich gut. Kit oh, ordentlich Utility. Auf T-Side. Ja. Auf Tomi. Und es scheint jetzt hier eine Aufstellung Richtung B zu sein mit Max in Main als Ablenkung. Da gibt es auch schon den Main-Push von Petty und Stefko. Oh, die Team-Flash. Und das war aber eine ungünstige Flash und Aloha hat da so lange überlebt. Und Tomi! Auch Headshot steht. Eier. Der Plant ist auch auf jeden Fall aufgehalten worden. Jetzt Petty und Stefko im Retake. 2 gegen 3. Roberto und der Heaven mit der Nasty Angle gegen Petty. Oh, Petty kriegt ihn aber. Schön gespielt von ihm. Hat auch Basics gespottet. Ist noch auf Side allein. Den ersten. Stefko gegen Basics und. Knappe Kiste. Richtig knappe Kiste. Stefko konnte das noch für sich entscheiden. Ja, ja aber findet er auch. Also holt er auch noch das Kit. Hatte das nicht gekauft, sondern hat es aufsammeln müssen. Knappe Geschichte. Ja, wir haben es jetzt ein bisschen verpasst am Anfang und können auch mal kurz auf die Spieler eingehen. Also hier auf Bochumer Seite Stefko, Tomi, Petty, Aloha, Piu Piu und JWoww. Da fällt auf, dass Stefko heute mitspielt. Ich glaube, sonst eigentlich im Line-Up Ron, der aber verhindert ist. Auf der Seite von Bielefeld, Roberto, Basics, Future, Max und Gubeln. Also das Standard-Line-Up im Vergleich zu dem Match von vor 2 Wochen. Jetzt natürlich die Eco nach der geplanteten Bombe für Bielefeld. Geht Richtung A hier. Auch interessant finde ich, dass Bochum sich hier 3 Famas schon gegönnt hat. Vielleicht könnte das jetzt zum Nachteil werden. Schöne Flash hier, aber und Aloha Piu Piu. Da die Sides sehr gut defenden zusammen mit JWoww. Lassen die nichts anbrennen. Ist eine Mauer auf der A-Side gewesen hier. Aber ich glaube, das Ziel war vor allem eben der Plant und gegen Glocks. Kann man da auch gut eine Mauer sein. Jetzt aber 5 AK-47 auf Bielefelder Seite. Ja, und die FAMAS bleiben bestehen, auch die MP7 für Bochum. Vielleicht hätte man da gerade sich eher noch eine SMG mehr kaufen sollen, um da noch ein bisschen Kapital draus zu schlagen, aber gut. Oh, und Basics, der stürmt hier raus. Über den Boost. Also schnelle Mid-Control für Bielefeld. Und der Boost in den Schacht rein. Das könnte aber nach hinten losgehen. Basics findet ihr die Öffnung auf Tomi und auf Future. Kann Stefko da ausschalten in der Mitte. Ja. Somit jetzt nur noch 3 gegen 5. Schnelle und hohe Man-Advantage für Bielefeld hier schon mit 1 Minute 20 auf der Uhr. 5 gegen 3. Für relativ wenig Damage. Max hatte da Damage bekommen. Fällt jetzt auch. PT bitter getradet in der Mitte dann von Future. 3 gegen 4 jetzt nur noch. Die CTs werden immer weiter dezimiert hier. Und die Bombe bewegt sich jetzt Richtung B. Dann Loa, Piu Piu und JWoww sind da nicht in der Nähe, aber in der Mitte fällt Basics. Er findet Basics und auch eine AK-47. Damit jetzt eine 2 gegen 3 Situation. Es ist möglich. Kit auf JWoww. Und die CTs schauen jetzt auch, ob da noch was geht. Wir müssen jetzt hier noch hinter der Smoke warten. Future hat hier aber auch eine gute Enkel, geht jetzt aber weg. Es könnte jetzt eigentlich auch schon fast zu spät sein. Ist jetzt die Frage, ob man es nochmal versucht. Man versucht es nochmal. Ja, man hat ein Kit. Ich denke, es ist noch möglich. Ja, aber die Position von Future ist hier einfach so stark. Das Kit wird aufgesammelt und Aloha erwischt ihn. Fängt hier an. Die Fuse an. Aber Gubeln spielt es hier so schön. Richtig abgeklärt und kriegt noch den Kill. Das ist bitter, bitter für Aloha Piu Piu. Richtig schön gespielt von Gubeln hier mit den Shoulder Peaks. Ja, richtig frech, immer mal rübergeschaut. Und dann noch Aloha geholt in der letzten Sekunde. Kann man nichts daran aussetzen. Sehr gut gespielt im Afterplant. Auch wenn man vielleicht nicht damit gerechnet hätte, dass da noch so viele Kills fallen. Bisschen frech von Bochum da auch nochmal den Retake zu versuchen. Beziehungsweise in der Mitte so schnell raus. The Basics. Ich, ja.
Diese Mid-Control, die funktioniert, die ist for free im Moment. Das Ja. liegt daran, dass hier immer, also bis jetzt drei Spieler auf A-Side abgestellt sind von den CTs. Und Petey fällt direkt mit einem schönen Schuss von Roberto. Aloha Piu Piu stellt hier aber dann das Equilibrium wieder her. 4 gegen 4. Da wird die Side geklärt von Roberto und Future. Es ist nur noch J-Bow hier passiv. Bei Und CT wird abgesmoked. Aber schöner Punkt davor. Bist jetzt die Nate. Und der Plant kommt durch. J-Bow, Tommy und Aloha Piu Piu wollen hier jetzt retaken. oh, Boah. was ein Schuss. Nasty. Oh, und diese Nate und der Scout-Schuss. Das Teamwork einfach fantastisch hier Schönes von Aloha Piu Teamwork. Piu und Tommy. Die Shots von Tommy haben auch gesessen. Gerade der Offside. Hat richtig Tolles Ding. gesessen. Junge, Junge. 3 zu 1 somit jetzt für Bochum. Mal gucken, eigentlich sollten die Terroristen hier noch. Ah ne, es reicht nicht für einen Ball. Wenn nur ein paar Pistols gekauft, genau. Und aber Full Utility Ich weiß nicht, für die also Bochum. wenn man wirklich was riskieren wollen würde, könnte man jetzt hier theoretisch kaufen, weil die CTs haben auch noch keine richtige Economy aufgebaut. Aber Aber sie haben viel Utility im Gegensatz zu den Terroristen. das So. ist richtig. Denke, es ist hier schon der richtige Call zu sehen. Ich denke, die Pistols sind ja auch gefährlich genug, also die CZ gerade und die P250s. Ja, und du Als hätte ich es sagst es. gerade, als hätte ich es gerade gesagt. Oho. Du sagst es. Aber Tommy, durch den Schacht. Oh, und die HE hat Damage gemacht, aber der Bombplant geht durch. Ja, und J-Bow, der kann jetzt hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Und durch den MP9-Kill. Und der Defuse kriegt er auch noch. Drei Rifles in den Händen von Bochum. Man kann jetzt doch ein bisschen Economy aufbauen. Es sah Aber aber Bielefeld kann zwischendurch, jetzt ja, kommen. ich weiß nicht, sah zwischendurch aber schon ganz schön kritisch aus, als die Pistols da eingefahren sind auf der B-Side. Ah ja, vielen Dank und Shoutout nochmal an Flipse, der Caro Freaky ein Abo geschenkt hat und jetzt auch ein Super Dan, der auch noch Hello! ein Abo abgeschlossen hat. Vielen Dank, Mann. Korrekt, korrekt, vielen, vielen Spamt Dank. das Emote. Dafür ist es da. Und jetzt soll hier wieder die Mittelkontrolle gespielt werden, aber Bochum hat hier angepasst und Peti ist im Vent und der ist Oh. nicht auf dem Schirm der Bielefelder. Mit zwei sehr schönen Kills hat er danach gezogen, nachdem Tommy mit dem ersten Kill die Runde eröffnet hatte. Und das bringt jetzt die Bielefelder schon sehr früh in eine sehr missliche Lage, beziehungsweise gerade Basics und Roberto, die jetzt versuchen, die irgendwie zurück in die Runde zu finden. Boah. Und apropos finden, Roberto Tommy findet hat da Tommy, gerade. aber Ja, fehlt hat ihm er gerade eigentlich. richtig Glück eigentlich, dass er nicht gegen die Orb von Roberto hier down geht, der da ein bisschen struggelt auf dem Boost. Aber immer noch vier Incendiaries für die Bochumer. Sehr viel Control. Boah. Jo. Ah, dieser Roberto mit der AWP, den kann man schon mal zuschauen. Jetzt Definitiv. aber noch 30 Sekunden, das heißt, muss was passieren oder man denkt eben an Seven. Aber es sieht aus, als würde da gleich was passieren und kann Roberto da noch einen Insane Shot setzen auf der A-Side. Also J-Raw macht da alles richtig und peakt nicht MBK. Oh. Beziehungsweise peakt MBK im richtigen Moment. Jo. Not bad, not bad. Aber gerade auch Peti, der hier im Vent war. Also ich meine, diese Anpassung, die hat sich auf jeden Fall ausgezahlt auf Bochumer Seite. Ist halt die Frage, ob man das jetzt wieder macht oder ob man da jetzt erstmal eine Variation wieder spielt. Aber es war auf jeden Fall ein sehr guter Call, den da in den Vent zu schicken. Und wieder nur Pistols für die Bielefelder. Und Tommy hat jetzt eine Orb in seinen Händen.
Mal gucken, was da passiert. Aber eigentlich ein ziemliches Default-Setup von beiden Seiten. Der Passiv hier. Tomi probiert es da mit dem Bang. Ja, ich weiß nicht so genau. Wir haben eine Flash auf Gubeln, aber es sind sehr spread out die ETs im Moment. Auch wenn da Gubeln mal sehr frech reinschaut in die Mitte. Also es sieht aus, als würde man hier auf einen Push warten, auf einen Information Push von den CTs und der passiert nicht. Es gibt viel mehr Smoke, das heißt, da kommt auch erstmal niemand in Main. Und jetzt könnte man vielleicht überlegen, ob man mit dieser einen Flash, die Gubeln hat, durch die Main Smoke pushen möchte. Und da ist auch Gubeln, da ist auch die Flash. Und da kommt jetzt auch, glaube ich, gleich die Pop Flash. Ja, das wird jetzt sehr interessant hier. Incendiary ist noch Oh, da. Ist Gold da wert in geht's der los. Situation. Boah. Oho, was für ein A-Tag. Die Pistols sind einfach zu Pistols stark. sind stark. Jetzt 4 gegen 2 Situationen. Und da konnten AK-47 und AWP aufgesammelt werden. Auf Gubel und auf Max. Und das sind sehr starke Positionen, die sie jetzt da gerade halten. Gerade mit der AWP hier auf Gubeln. Die Incendiary tut nicht ganz das, was sie soll, Oh, glaube aber ich. die. Roberto sieht sich jetzt hier gezwungen, ja, rauszugehen. Fällt da auch gegen Stefko. PT und Stefko im Retake. 2 gegen 3. Die Terroristen Jetzt. haben keinen Armor. PT allein. PT gegen 2, gegen Future und Max. Max geht down. PT gegen Future. Aber den wird er nicht Future finden. ist nicht bekannt. Er muss jetzt sticken. Oh. Auch ein ganz knappes Ding. Future sollte hier nicht überleben können. Nee, kann die AWP auch nicht mit in die nächste Runde nehmen, somit. Meine Güte. Was das für Pistol-Buys sind, beziehungsweise Eco-Pistols hier von Bielefeld. Also trotzdem stark, dass man die Runde holen konnte. Natürlich wäre die ein oder andere Waffe noch, das wäre das Sahnehäubchen gewesen. Oder vielmehr die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Aber nichtsdestotrotz jetzt eine Waffenrunde. AWP auf Roberto. Und Utility ist auch ordentlich vertreten auf Bielefelder Seite. Wohingegen Tomi bei Bochum jetzt schon am Hungertuch nagt mit seiner Famas. Und Ah, das ist leider nicht richtig den Push, frecher aber das Push ist aggressiver und Push. Hui. not bad, not bad. Das Beste gemacht aus der Farmers. Vor allem ist auch ein bisschen ärgerlich für Bielefeld, die sich jetzt da mit diesem Spieler in der Mitte auseinandersetzen mussten. Basics musste da checken, ob Tomi da weiter gepusht hat. Kann jetzt aber auch den Molly schmeißen. Letzte Mal Richtung Sandbags. Aber nicht gelandet, glaube ich. War sowieso nicht besetzt, also nicht so wichtig hier für Basics jetzt, aber der geht jetzt auch trotzdem hier in Main mit rein. Omi hat da jetzt ein bisschen den falschen Riecher, aber drei Leute sind hier auf der A-Side bereit für die Bielefelder. Und da kommt wieder die Utility, die Smoke. 20 Sekunden, jetzt muss was passieren. Und Basics findet Tommy. Das ist ein wichtiger Kill. Das bringt nämlich die Spieler auf der A-Side ein bisschen in Bedrängnis. Sie müssen hier auf Kurz Ja. achten und Basics bekommen den Kill von Kurz und Aloha wird auch gefunden. Aber JWoww ist immer noch offside. Und es sind nur noch 8 Sekunden. 8 Sekunden. Roberto gegen Stefko. Muss jetzt blenden. Dann kommt durch. Mal gucken, ob Roberto jetzt schon damit rechnet, dass Stefko hier bei K sein kann. Es sieht nicht danach aus. Oh, er hat gar keinen Fokus. Ja, und da ist wieder eine Runde für Bochum. Ganz schön knappe Geschichten hier. Knappen Geschichte. Knappen Geschichten. Junge, Junge. Es ist auch ein bisschen unglücklich, dass da Roberto den Fokus nicht hat auf den Spieler beim Auto, also auf Stefko. Er war sich, glaube ich, Ja. relativ sicher, dass er da aus Main kommt, glaube ich. Also die Rotation von der B-Side vielleicht über Mitte.
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall jetzt wieder Pistols. Die waren ja vorher Oh. auch schon gefährlich, aber Future geht dann schon direkt down. Durch den Spam, ja, in dem Mid-Smoke von JWoww hier. Viele fällt wieder nur auf Pistols, aber die CZs haben sich schon als eine sehr, sehr tödliche Waffe erwiesen. Ja, gerade auch die P250s. Man ist gespannt. Ich mag das, wie Bielefeld hier die Pistol Buys quasi spielt. War damit Ja. immer sehr erfolgreich eigentlich. Mal gucken, ob das jetzt wieder der Fall sein kann. Basics ist hier schon am Lauern. Aber Petey hält die Engel jetzt nicht. Doch, immer noch. Sehr geduldiges Spiel. Wie gesagt, mir gefällt's. Jetzt geht die Bombe Richtung A, wie es aussieht. Und da geht auch Roberto gleich down. Basics hat hier nochmal geschossen, ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Aber Gubeln geht er down. Die Max jetzt allein auf Side gegen Tommy hier. Doch der hat jetzt Unterstützung von K. Bleibt aber noch Da. auf 22 HP. Basics wieder mit dem Mid-Push, aber kann dieses Mal Stefko nicht finden. Im Gegensatz letzte Runde. Oh. 10 Sekunden, gleich nur noch 15 Sekunden. Da geht auch Max down. Und jetzt steht es schon 7 zu 2. Bochum hier mit einer ja, immer größer werdenden Führung. Ich glaube, was eigentlich am Anfang ganz gut ausgesehen hat, war diese Mittekontrolle in den Gunrounds von Bielefeld. Aber es scheint so, als hätte Bochum da ein bisschen ein Rezept dagegen gefunden. Ein bisschen Spiel angepasst, beziehungsweise variabler gestaltet. Da kommt auch direkt der Molly. Man weiß, dass da Mitte angespielt werden soll. Da stehen drei Terroristen, die jetzt alle erstmal delayed wurden. Und da kommen auch Oh, da direkt kommt die die Nade. AEs. Schön. Das ist, Ja, wie du ja, und sagst. direkt der zweite Molly. Also das ist das, was passiert, wenn man vielleicht zu oft miteinander und gegeneinander spielt, dass da dann schon viel predicted wird. Oder vielleicht wurden da auch Demos geguckt, ich weiß nicht genau. Oh, und Jetzt der kommt der Counter-Boost kam Counterboost. rein. Das ist jetzt wirklich frech. Und Roberto könnte dem hier zum Opfer fallen. Das wird er Ja. auch. Schön gespielt. Und sie fallen zurück. Man Advantage. Für Bochum. Schön gespielt. Fällt mir echt gut. Ja, und mit dem einen Kill Steht ist es jetzt wieder in der jetzt Mitte. schwierig. Da muss nämlich jetzt alles gecheckt werden, close, von den Terroristen. Und die Smoke, wenn jetzt halt kein Terrorist rauspusht, ja, aber genau das Oh. passiert. Während Na, Future sich Future wird schon ja auch so, gleich ja, ausgeräuchert, so. findet aber Aloha Pew Pew auf Headshot. Und jetzt geht's sehr schnell Richtung B. Und Bombe sollte es. auch bald da sein. Stefko allein auf Side, muss ich jetzt hier behaupten, gegen zwei, drei Spieler. Geht aber gegen die AK von Basics down. Das sieht sehr JWoww vielversprechend und aus Tommy. für Bielefeld jetzt. Retake-Versuch. A6 lässt sich da Zeit mit dem Bomblen, der will da noch den Kill. Und das könnte jetzt fatal sein. Da ist er down. Alles schön wieder auch hier Das von war Gubeln. ein wichtiger Kill von Gubeln. Hat da die 2 gegen 2 Situation zu einer 2 gegen 1 Situation gemacht und das ist jetzt sehr schwierig für Tobi. Gerade wieder dieser Plant. Das haben wir gerade eben schon mal gesehen und auch schon gegen Gubeln. Der dann so frech Hat sich da leider geshowlerpeakt selbst hat. geflasht. Und es ist wieder genau die Situation. Diesmal aber nicht Aloha Pew Pew, sondern Tommy. Und da ist wieder der Peak. Meine Güte. Der Gubeln. Eieieiei. Der spielt das gern so. Ja, also da wurde natürlich zunächst ein Brandopfer dargebracht auf der Side und die Bombe aber trotzdem geplantet dadurch. Und Gubeln kann es dann in der Afterplan-Situation auch wieder 1 gegen 1 für sich entscheiden. Stark gespielt. Terroristen holen ja auf. Ja. Ich meine, ich habe, Auf 3 also zu 7. Basic ist da der Man on Fire und da kommt der B-Push von den CTs. Mal gucken, ob sie da jemanden überraschen können. Sie können Roberto Die überraschen und P250. Basic. Da ist auch die Bombe. C4 ist da und Google muss da jetzt schauen, dass die CTs die Bombe nicht komplett einnehmen. Ja, da wurde auch eine ABP aufgenommen, die hat Aloha.
Oh, das ist sehr ärgerlich. So eine Runde ist sehr, sehr ärgerlich. Dann gegen Pistols und die CDs stehen hier auch sehr, sehr gut. Gerade, dass die Bombe jetzt hier down ist, ist Jubeln willst du jetzt hier Sneaky ein machen? großes Problem. Tommy ist da direkt um die Ecke. Keine Nade mehr oder so, nur noch zwei Flashes auf Jubeln, eine Smoke of Future. Und Mi Max kommt mit der Big Flank, sorry, von B. Findet er jetzt auch selbst vor, ist jetzt aber bekannt. Ey, wo findet Future? Tommy ist hier so close. Wird er da gecheckt von Gubeln? Jetzt ist nur noch Gubeln. Und da war es nur noch Gubeln, denn Aloha Piu Piu macht keine Gefangenen und macht auch Gubeln den Kopf kleiner. Ja, zwei schöne Abschüsse davon, Aloha. Kudos. 8 zu 3 somit für Billy Bochumer jetzt. Und da Ja, ist er und die Full Bielefelder mal Force. wieder auf, ja, aber auf Pisteln. Auf Pistols auch nur. 3 Sie-Sets Eine und eine Mac-10. Mac-10 und eine Deagle. Ja. Das ist eine richtig bittere Runde gerade gewesen. Gerade Es mit geht. dem Der Zug geht Rückstand. Richtung Ja. B. Rush B. Oh, und die Nade war Oh. Gold wert. Wie viel Damage die gemacht Ist hat. der Diese eine Molotow Nade. direkt hinterher. Und Aber schon Stefto auf Side ist hier. hier full flashed. Findet aber Max mit der Bombe. Und das ist jetzt aber trotzdem. Was für eine Runde. Jetzt Aloha ist Piu noch. Piu mit dem Drop hier aus 7. Roberto Kann dann aufräumen, muss und ja auch nur noch Aloha Piu Piu. Entschuldigung, wenn es jetzt ein bisschen chaotisch war, aber Junge, hab gar nicht gerafft, was da. Rough Ditch. Das Einzige, was mir dazu einfällt. Rough Ditch. Gar nicht gerafft, was da jetzt passiert ist. Eine sehr, sehr knappe Runde dann im Endeffekt. Aloha Piu Piu im One-on-One gegen Roberto. Und dann vielleicht doch ganz erfolgreich. Natürlich hätte man mit dem Forst am besten die Runde, also am liebsten die Runde mitgenommen. Aus Bielefelder Sicht. Jetzt wird es mit einem Stand von 9 zu 3 doch ein bisschen kritisch in der ersten Hälfte. Auf der eigenen Map, auf dem Map-Pick von Bielefeld. Eine Loa Piu-Piu Und da hier kommt auf NBK. Da kommt der der Boost. Boost. Ah, nicht erfolgreich. Also nicht ergiebig. Erfolgreich war der Boost schon. Diese P250 sind gefährlich gewesen bei Bielefeld bis Und Jay jetzt. Wow steht hier auf der Lampe. Das ist natürlich so sneaky. Damit rechnet man einfach nicht in so einer Situation, denke ich. Aber jetzt geht's hier raus für die Terroristen. Tommy ist aber da, Captain. Kork, Aloha, Piu Piu auch. Jay Wow ist auch bereit. Glaube ich, noch ein bisschen Team-Damage auch. Aber die Schere war da. Gegen Basics Goobeln jetzt alleine mit einer P250 in A-Main. Und J-Bow wird ihn jetzt hier gleich finden. Ja. Ja, das war ein guter Hold, würde ich sagen. Aber ich meine, es waren auch wieder Pistols ohne Kevlar, P250s ohne Kevlar. Ist aber solide runtergespielt von Bochum. Und jetzt kommen eigentlich nochmal zwei Runden, die Bielefeld mitnehmen sollte. Sonst wird das hier ganz schön schwierig auf Cash. 5 Runden sollte man eigentlich aus der ersten Hälfte mitbringen. Und ich glaube, Tommy, der hat da wieder Bock. Der hat Bock und der pusht durch die Smoke. Beziehungsweise bleibt jetzt erstmal in der Smoke stehen. Lauscht bisschen, schnuppert bisschen, ob er jemanden riechen Gubeln kann. ist da auf Red gesprungen. Auch Roberto und Basics haben da ein bisschen Fokus. Die wollen das nicht unbestraft lassen. Ja, und da kommt die schöne Smoke von Stefko. Das ist der Raumgewinn auf B. Damit, ja, wird auch gepusht. Damit ist klar, dass hier. Okay, die Smoke hat nicht so ganz gelegen. Habe ich ihn zu früh Hold gelobt? the door. Aber Und Tommy hat Tommy mit dem gepusht. Push. Ah, Jawohl. und hat da ein Wird aber bisschen, ja, getradet. hat da ein bisschen Probleme gegen Basics. Der zwar nur noch auf 34 HP ist, aber trotzdem den Kill bekommt und damit eine 4 gegen 4 Situation herbeiführt. Check geht da mit der Flashlight down. Jay Wow hat ihn Ja. vorher noch gesehen, bevor er da blind war. Vielleicht ein bisschen auch, das war jetzt ein bisschen so eine Solo-Aktion. Es sind eigentlich Einzelaktionen im Moment bei Bielefeld. Das stimmt, so wie der Push hier von Mi Max jetzt in der Mitte zieht Ja. sich jetzt zurück. Also, ich meine, das kann halt immer mal erfolgreich sein oder kann auch nicht erfolgreich sein. Jetzt bei Future haben wir gesehen, da hat es nicht geklappt. Bei Max hat es dann funktioniert. Aber es ist natürlich auch schwierig, wenn man nicht traden kann. Also, wenn dann kein zweiter Spieler in der Nähe ist.
Impfen und jetzt geht's schnell Richtung B. Nur noch 15 Sekunden auf der Aber Uhr. Das Defko, und das zerstört die Träume der Bielefelder. Einfach auf der B-Side. Zwei rechts, ein links und damit ist dann auch die 14. Runde gegessen. Und die letzte Runde der ersten Hälfte steht ins Haus. Das sieht hier wirklich gut aus. Für die Bochumer und nicht gut für die Bielefelder, die hier nur mit zwei Deagles, einer McTen, einer Scout und einer Galil antreten. Allerdings, gut Utility, vielleicht können sie das zu ihrem Vorteil nutzen. Roberto mit einem schönen One-Leak gegen Tomi in der Mitte. Aber Jay, wow. Ja. Bringt das Ganze zurück. Revanchiert sich, ja. Aber bei Basics, der war nicht für den One-Leak verantwortlich. Unschuldig. Und die Deagle ist hungrig. Roberto Deagle. Noch nicht satt. Und. Boah. Okay. Okay. Alles klar. Und jetzt ist es nur noch Peti. Gegen drei sehr motivierte Bielefelder. Gegen drei Sniper-Rifles vor allem. Ja. Zweimal AWP, einmal Scout. Könnte sich eventuell noch zum Nachteil entwickeln. Ja, aber. Und erfinden ja, Future eins. Da. Ja, wenn er das klatschen kann, das wäre natürlich auch Gift für die Confidence jetzt für Bielefeld. Weil das ist eine Runde, die muss man jetzt mit nach Hause nehmen und die nimmt man ja auch mit nach Hause. Nochmal eine. Google macht's aber mit der Scout. Mit der Scout. Ja, aber was war das gerade für ein Brett von Future da? Ja, krasses Teil auf NBK. Junge. Durch die Ecke. So. Sind wir aber in der zweiten Hälfte und vier Runden aus der T-Side für Bielefeld auf dem eigenen Map-Pick. Das ist natürlich ausbaufähig, würde ich mal sagen. Aber vielleicht kommt da jetzt die City-Side, wie wir sie noch nie gesehen haben. Da kommt jetzt erstmal eine interessante Pistol-Round von Bochum. Zwei werden geboostet, zwei Spieler. Während aber auch in Main gepusht wird, beziehungsweise glaube ich gleich gepopflasht wird von Roberto. Nicht sicher, der hört hier einen Spieler bei Door. Also Mi Max hält da auch ganz close die Engel im Main rein und könnte da jetzt gleich Aloha Pipiu böse überraschen. Ah, und die Tür ging auf, der Fort hier aufgemacht. Oh, Mi Max könnte jetzt ist gleich Probleme bekommen. Schon tot. Ja, gar kann da zwar einen Kill finden, wird aber dann auch direkt rausgetauscht. Und auf Future findet hier jetzt Defco, während Petey Basics findet. Future mit dem zweiten Kill auf Tomi. Jetzt aber ja, auch. Jetzt aber down. Getradet. Roberto jetzt noch. Bei Gott. Fängt den One Glock von Peti. Von J-Bow. Der jetzt auch die Bombe planten kann. Zwei gegen einen Googlen alleine. Mit dem Diffuse-Kit. Findet J-Bow. Jetzt geht hier gegen Googlen. Wer kann das Duell für sich entscheiden? Oh, und das ist Googlen. Von Peti. Ja, gut runtergespielt von Guben. Hier auch noch mit zwei Kills in der Pistole. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Runde hier für Bielefeld. Die brauchen sie jetzt auf jeden Fall. Und die brauchen auch vor allem jetzt die folgenden Runden. Diese zwei Runden nach der Pistol Round. Beziehungsweise die eine Runde jetzt, weil Bochum sehr wahrscheinlich hier eine Eco spielen wird. Ja, sieht so aus. Ja, ganz normal. Also die Runde, die muss es jetzt sein bei dem Stand. Sonst kriegt man da vielleicht nochmal Probleme. Gegen Ende der ersten Map. Und das ist eine saftige Haie gewesen. Das ist eine richtig saftige Haie gewesen. Oh. Und das war ordentlich Damage. Also der Damage von Max diese Runde. Nicht 16 Sekunden. Not bad. Kurze Runde auch, ja. Aber es ist schade, dass wir hier keinen ADR angezeigt bekommen. Das ist leider nicht so einfach möglich. Aber das war ordentlich gerade. Also ADR meine ich Average Damage per Round. Von wem willst du es wissen? Ja, von Max. Von Max, der gerade. 297. Ja, 297. Yo. Läuft bei dir. So, und jetzt natürlich der Ball von Bochum.
Oh, und Future. hallo, er weiß, dass da jemand pusht. Er weiß, dass Future da kommt. Bestraft ihn direkt. Direkt gepunished. Aloha, Roberto. Der Punisher. Roberto hier auf Heaven mit seinem Partner Mimax outside. Wird vielleicht hier gleich mal Bekanntschaft mit der AK von Jawa machen, wenn dieser sich dazu entschließt, ein bisschen weiter vorzupushen. Immerhin, die Terroristen haben momentan den Vorteil, haben einen Spieler mehr noch in der Runde. Mal gucken, ob sie das hier jetzt gut runterspielen können. Also man hat hier sehr großen Respekt immer vor den CT-Pushes. Wartet hier wirklich lange, wenn man sich mal entscheidet. Beide Teams, das hat Bielefeld vorhin auf der T-Side auch gemacht. Und jetzt geht's los. Roberto findet Peti hier. Er lebt auch lange und das ist sehr schön gespielt gewesen von Roberto. Der hier ist auch down. Um den Forklift tanzt. Richtig schönes Play von Roberto. Tänzelt da um den Stapler rum. Und geht vor allem nicht down. Einfach die Tatsache, dass er da überlebt. Und wir haben ein Timeout. Anscheinend gibt es Lex, beziehungsweise Packet Loss. Ein Technical Timeout sozusagen. Sind aber auch mehrere Spieler betroffen. Also anscheinend ist es der Server. Aber gut. Das passiert. Hashtag Digitalisierung. Irgendwann wird das kein Thema mehr sein. In hoffentlich naher Zukunft. Ja, wer kennt so noch die ESCN-Zeiten? Wahrscheinlich niemand hier. Naja, was war das, wo dieser krasse Einlog-Sound kam? Das war doch eigentlich ein Modem. Ja, das ist 56K-Modem. Ja gut, das war jetzt keine gute, keine gute Imitation dieses Sounds, aber ja. 56K-Modem. Das ist, auch wenn man das Fax heutzutage noch anruft, das hört sich so ähnlich an. Passiert ja hin und wieder. Faxe gibt's auch noch. Weiß zwar nicht warum, aber ja. Fun ja, Fact, stimmt, wenn wir jetzt hier gerade so Zeit haben. Ich musste neulich einen Mobilfunkvertrag kündigen und es geht nur per Fax. Also in dem Fall ging es nur per Fax. Oder ja, Post. Bei wem warst du da unter Vertrag? So ein Anbieter mit so ein rotes Logo, sag ich mal. Mobilfunkanbieter. Naja, also werden wir hier jetzt mal warten, dass die technischen Probleme gefixt werden. Wer ist denn da eigentlich disconnected? Also ich sehe hier auf Bochumer Seite ist JWoww disconnected. Genau, ja. Ist da auch gerade seinen Mobilfunkvertrag kündigen. Oh, und da wurde jemand gemutet. Im Chat. Mal, wenn man probiert, Links zu posten. Ja, das ist hier rigoros. Der Nightbot, der versteht da gar keinen Spaß. Der zensiert den Internet krasser als Erdogan. Wir wollen hier keine politischen Debatten anstoßen, ja. Schon hier mit der Digitalisierung um die Ecke kommst. Nee, Spaß. Ich stoße keine politischen Debatten an, das ist Satire. Ist alles nur Satire, Jungs und Mädels. Alles nur Satire. Ja, wie sind jetzt so die Stimmen? Also im Chat, glaubt ihr hier, Bielefeld zieht oder sag mal, reißt das Ruder nochmal rum? Ich meine, 7-11 ist auf jeden Fall machbar. Und immerhin haben sie ja die Map gepickt. Geht jetzt weiter hier. Ja, wir sind wieder live. Wir haben drei SMGs in den Händen von Bielefeld.
die jetzt hier natürlich die Gelegenheit wittern und das vollkommen zu Recht, weil die Bochumer keinen Kevlar haben, hier sich schön was dazu zu verdienen. Okay, ich sehe da einen Comeback Bielefeld. Und wenn sie jetzt hier so weiterspielen, dann ist es auf jeden Fall möglich. Future bekommt schon Stefko. Und dieser Molly, der könnte auch nochmal richtig gut kommen. Und er ist auch gut, Basics. Eliminiert auch Tommy und der Future. Der hat Bock. $1.800 durch die drei Kills, oder? $600 pro Kill? Ja. Money, money, money. Ching, ching, ching. Nice. Make it rain. Future, make it rain. Jetzt nur noch 3 Runden Abstand hier. 2 AWPs. Auf Bielefelder Seite. Full AK und Full Utility für Bochum. Wird jetzt eine spannende Runde hier. Mal sehen, wer die für sich entscheiden da kann. Da geht's ganz schnell. Oh, Bertu mit dem Richtung Push. Nate. Der kriegt die beiden Nates, hab ich nur noch auf 4 HP. Oh. 4 HP. Dead Man Walking. Roberto hier in dem Fall. Aber hat die AWP und wir kennen ja Bogdan's Law. Das ist also gar kein Thema. Double Op Setup auch. Ich hab's, weiß nicht, ob du es gerade schon erwähnt hattest. Naja. Interessant. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Future eine Konstante ist, die man hier berücksichtigen sollte. Gerade mit der AWP. Generell eigentlich, aber mit der AWP besonders. Oh, Basics ist hier in der Molly hängen geblieben. Wurde ja, jetzt gehört. Ist jetzt dieses Spiel ein bisschen ein Problem mit dem Feuer, glaube ich. Oh, da dachte ich kurz, dass der Future auf Heaven doch abgedrückt hat, aber es war doch Roberto. Oh, und Stefko. Oh, Stefko pusht Basics im richtigen Moment. Hat das Timing. Wir googeln jetzt allein auf Side. Future ist wieder in die Mitte zurückgefallen. Und Roberto sitzt noch bei A. Future kam jetzt wieder zur Unterstützung in Heaven und auch Roberto scheint hier zu verschieben. Hat den richtigen Riech, aber die Bombe bewegt sich tatsächlich Richtung A. Ja, und da ist nur Max. Der, oh, schöner Schuss von Roberto. Ja, und Max muss es jetzt hier richten. Er findet die Bombe, 20 Sekunden noch, das sollte er bereichen. Ja, und die Bielefelder in der Retake-Situation. 3 gegen 3, aber Roberto immer noch auf 4 HP und da werden sie von hinten gepusht und Future findet aber Tommy. Der da erstmal nicht auf Roberto zielt, sondern ja, auf Future. Und es ist 3 gegen 2. Aloha, Piu Piu und Pete, die müssen jetzt hier die Side verteidigen und die Bombe tickt. Das heißt, Bielefeld ist hier auch im Zugzwang. Roberto hat eine AK-47 aufgesammelt und findet nicht den Kill auf Pete. Pete jetzt alleine gegen Future und Gubeln. Und er geht down. Reicht es jetzt hier noch von der Zeit? Schön in die Schere genommen, ja, das reicht. Das Kit ist da und Zeit ist genug. Knappes Ding hier, aber ja, schöner Retake von Future und Kugeln. 9 zu 11 jetzt nur noch. Also Bielefeld tastet sich ja Schritt für Schritt, Runde für Runde ran, haben noch keine Runde abgegeben in der zweiten Hälfte hier. Also auf jeden Fall sehr, sehr starke Cities halt bis jetzt. Und dieses Double-Up-Setup, ich glaube, es könnte jetzt hier auch nochmal ein ordentliches Problem werden für Bochum. Jetzt wieder in der Buy-Round 5 AK-47 auf Bochumer Seite. Hier wird auch schon das einfach gecallt im Chat von Falco. Das wieder einfach heute. Nee, ist es eben nicht. Es steht nämlich 11 zu 9. Ja. Und wir haben ein spannendes Spiel. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Ich glaube, das 2 wird auch ein richtiger Knüller. Und man sieht es eben, die Spieler, die wissen so ein bisschen, die haben ein Gefühl dafür, wie, also zum Teil auf jeden Fall, wie die anderen Gegner so agieren. Jetzt kommt da die Flash auf B und PT ist sehr weit vorne und findet da Basics. Eröffnung aber Future. Reicht aber wahrscheinlich also nicht aus. Die TTs fallen da so schnell, da komme ich gar nicht mit. Aloha, Piu Piu und Tommy hier mit den Kills. Future und Roberto, die beiden Orbträger jetzt alleine, wollen hier, glaube ich, nicht den Retake probieren. Nee, die verziehen sich Richtung A, safen lieber. Die Sniper Rifles ist auch richtig so. Ja, vielleicht sehen wir ja noch
Ich weiß nicht, ob man das einen Exit-Kill nennen kann, weil die sind auf der anderen Seite der Map. Ja, Future könnte jetzt hier gleich einen, ja, ich glaube, es ist Tommy, einen Tommy vor die Linse bekommen, wenn der sich weiter bewegen sollte Richtung T-Spawn, aber sieht im Moment nicht danach aus. Ja, doch, vielleicht schon. Ja, ich glaube nicht. Aber auch klug von Bochum, denn ja, jede Waffe, die man hier verliert, tut jetzt weh. Das ist die Hat erste man aber Runde. immerhin die Runde Die gewonnen. erste Runde Ja, auch in der genau. zweiten Hälfte für Bochum. Boah, aber guck mal, Gubeln, der hat noch 11.000 in der Bank hier. Future auch noch 7.000. Die können droppen für ihre Teammates. Ist kein Money, Problem. oh, Money in the Bank. Ja, diese SMG-Kills gerade zu Beginn der zweiten Hälfte. Oder auch in der dritten Runde, glaube ich. Jetzt haben wir hier wieder ein Timeout, wenn ich es richtig sehe. Die haben natürlich ordentlich Geld gebracht für Bielefeld. Und das haben die gebraucht. Und deswegen ist Bielefeld jetzt hier auch gut zurückgekommen. Aber auch vielleicht die ein oder andere Einzelaktion. Ich denke da auch vor allem an Gubeln, der da die Pistol Round im One-on-One entschieden hat. Welche. Geht jetzt hier weiter nach einer kurzen Pause. Sorry. Ja, kein Problem. Hier ist welche Uni spielen mit? Das ist die erste Liga. Und der Ivo hat ja schon ganz richtig den Link zur ersten Liga geschickt. Es gibt noch eine zweite, da spielen noch wesentlich mehr Universitäten mit. UEG-Liga.de. Da gibt es mehr Infos. So, jetzt geht es aber ganz schnell Richtung A. Das ist hier ein schneller A-Push von Bochum. Und Roberto. Roberto ist in der Tür, aber ist da gecallt und wird auch dann direkt gejagt von Bochumann. Und es ging ganz schnell. So schnell, dass Bielefeld da noch nicht richtig drauf reagieren konnte. Die meinen jetzt den Retake. Aber da ist, also wollen jetzt den Retake starten, aber da ist noch ordentlich Utility vorhanden auf Bochumer Seite. Und Kugeln Ja, auch. die lassen hier mit ihren Mollys gar nichts anbrennen. No pun intended. Basics und Future müssen sich hier wieder zurückziehen. Nehmen noch eine AWP und eine M4 mit in die nächste Runde. Und ich guck mal eben aufs Geld. Ja, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Wie die Bielefelder. Aha. Die geht hier noch down. Habe ich jetzt leider auch im falschen Moment aufs Geld geguckt. Aber es wird langsam knapp. Aber. Es wird langsam sehr, sehr knapp. Na, du sagst 13:9. es. Es sind noch drei Runden. Drei Runden trennen Bochum hier vom Sieg auf der ersten Map. Und ich glaube, Es Bielefeld, wird geforst. ja, spürt den Druck langsam. Da wird jetzt nochmal gekauft. Das könnte jetzt eine alles entscheidende Runde werden. Ich glaube, wenn die jetzt verloren wird, hat man noch eine Gunround für die Overtime. Aber es ist auf jeden Fall praktikabel. Wir haben ja Double Op Setup wieder und Roberto zeigt uns auch direkt, warum Oh. wir dieses Double Op Setup haben. Mit den Armen einfach gut reingeht. Vielleicht jetzt auch gar nicht schlecht, so früh einen Kill zu bekommen. Es bringt ein bisschen Sicherheit ins Spiel der Bielefelder. Hoffe ich. Obwohl jetzt Gubeln hier ausgeräuchert werden soll. Überlebt aber. Ich Ja, habe gerade wir. einen sehr hohen Ping. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Also leckst ein kleines bisschen. So, jetzt noch eine Minute auf der Uhr und Aloha hat die Bombe im Gepäck und bewegt sich Richtung B-Side. Da ist Roberto schon positioniert zur Pop-Flash. Und Gubeln wartet immer noch in Checkers. Und jetzt aufs Kommando von Gubeln wird wahrscheinlich die Pop-Flash kommen. Beziehungsweise Basics. Und er wird jetzt das Kommando geben. Wird er auch ordentlich bemollert. Und die war Gold wert, die Flash. Es geht aber trotzdem. Oh, und da kommt Max mit dem Double Oh. Kill. Also Basic geht zwar down, aber mit der Flash macht er da zwei schöne Kills. Drei AWPs jetzt in den Händen von Bielefeld hier nach dieser Runde. Auch nicht sicher, ob man das so wollte. Vielleicht schon. Gubeln fühlt sich ja mit der AWP, glaube ich, auch ganz wohl. Ah, man steigt hier nicht um. Er hat nur gedroppt für Basics. Triple Op Setup. Mal gucken, was das wird.
Dem gegenüber steht Tomi als alleiniger Orper für Bochum. Hat jetzt auch schon, glaube ich, länger keine AWP mehr gehabt. Ja. Oh, und Oh, und Roberto hat mal Robert wieder hat die Waffe gesehen, ja. Quickie reingepusht. Diesmal hat sich's gelohnt. Da war kein Push Oh. rein. Da werden ganz schöne Bretter ausgetauscht. Und da könnte das nächste sein, das nächste AWP-Brett, aber Beto geht da down gegen die MAC-10 von Stefko. Der sich dann die AWP geschnappt hatte, aber dann auch von Memax aus der Runde geschossen wird. Und der Tomi ist aber noch heiß. Ah, da hat leider den Schuss nicht getroffen. Aber dafür den folgenden. Noch Schöne Dinger hier von Gubeln. Tomi. Es ist wirklich immer eine Freude, ihm an der Orb hier zuzusehen. Ja. Aloha, Piu-Piu hat es geschafft, die Bombe noch auf B zu bringen, aber da ist Gubeln Oh, und und seine das beiden könnte Teammates, es. Tomi und Peti, sind sehr weit weg. Das könnte Das kann eine richtig in die Hose gehen. verrückte Runde werden. Das kann richtig in die Hose gehen. Gubeln ist hier, der Diffuse, der zieht durch. Aber Oh, wird da noch nee. gefunden von Peti. Das wäre jetzt eine freche Runde geworden. Das wäre jetzt eine richtig freche Runde geworden. Ja, was heißt Freche? Das wäre also wirklich einfach ein Fehler von Aloha gewesen hier. Ja. Das hätte er auf seine Kappe nehmen müssen, die Bombe da zu legen, während seine Teammates einfach auf der anderen Seite sind. Ja, ich meine, er hat es gut gemeint, ich kann es nachvollziehen, ich mache es auch des Öfteren, aber hat er einfach mit Gubeln nicht gerechnet, dass der so früh da ist und ja, musste dann Tribut zahlen. Ja, das wäre jetzt aber Aber es ging zum das Glück wäre nochmal diese gut. Hero Round gewesen. Jetzt Bielefeld natürlich auf dem Full Force hier für den Win. Beziehungsweise, ja, was heißt natürlich? Ist es auf dem Full Force für den Win? Hätten vielleicht auch Eco machen können. Oh, Roberto Aber wieder mit Roberto dem Squeaky findet Push. Peti und dann auch eine AK-47, mit der er aber schnell zurück auf A-Side sprintet. Zurecht. Denn ich wollte gerade eben sagen, wir haben nur eine M4 und eine FAMAS als Rifles, aber jetzt konnte eben Roberto noch die AK-47 aufsammeln und einen Kill bekommen. Das heißt, gar nicht so schlechte Ausgangslage jetzt für Bielefeld hier in der 25. Runde. Kann ich dir nur beipflichten, mein Lieber. PPB. Mal Und gucken, was JWoww und Aloha PPU jetzt hier in der Mitte veranstalten. Die Clash gegen puh. Future sollte durchkommen. JWoww gewinnt das Duell, aber Aloha PPU fällt dann gegen Mimax. V-Flash. Und ist aber immer noch auf dem Rollo. Das war vielleicht auch ein bisschen mutig. Ingreedy? Mutig. Ja. Okay. Basics Oh, hier mit der Basics hat eine Z-Dot. starke Position, findet JWoww. Kann jetzt auch, also hat Informationen bekommen, aber wird jetzt wohl ein Retake, denn die Terroristen sind schon auf der B-Side. Außer, wollte ich gerade sagen, außer Gubeln kann da noch was drehen, aber bevor ich auf Gubeln switchen kann, ist Gubeln auch schon down und auch Roberto ereilt dasselbe Schicksal wie Gubeln. FK da zur Stelle. 15 zu 10 jetzt für die Bochumer. Ganz nah jetzt hier am Map-Gewinn. Oh, und Economy von Bielefeld ist grausam hier. 4 Sisets. Eine UMP. Wenig Utility. Also, ich wünsche Ihnen viel Glück. Aber das sind, ja, Das können sie, glaube ich, schlechte gebrauchen jetzt. Umstände hier. Aber Ja. Max spottet da Tomi. Eieiei. Und der Zwar Counterboost ganz kommt schön rein, knapp. aber es geht schnell auf die A-Side. Und Roberto ist wieder hier am Stapler fahren, beziehungsweise am Stapler und wird aber gefunden dieses Mal. Das sieht gut aus hier für Bochum. Hier sehr koordiniert auf die A-Side raus. Sind nur noch Basics jetzt mit der Z-Dot alleine gegen 5. Findet JWoww. Findet er noch JWoww? Und Ja, aber. das war es dann. Kann er leider keinen Spieler mehr finden. Aber ja, ich würde mal sagen, wir machen die Replays an und dann schicken wir euch kurz in die Pause. Und dann geht es auch gleich weiter mit der zweiten Map. Mit das 2. Jetzt sind wir hier noch in einem Widescreen. Das ist ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen weiß, würde ich sagen. Also, Flashbang. ab in die, ja genau, das war eine Flashbang, ab in, War der Pop-Flash, Sir. ja, war es wirklich, war wirklich der Popflash da.
Ja, jetzt noch die Replays. Wir sind dann gleich wieder da. Machen eine kurze Pause. Holt euch mal einen Drink. Stay hydrated. Gerade heute, wo es so warm ist. Bis gleich. Wurscht.